Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Darius Kamadeva und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem allerersten 360-Grad-Video. In diesem Video werde ich dir erklären, warum die meisten Menschen, wenn sie versuchen, ja, in der Partnersuche erfolgreicher zu sein, wenn sie versuchen, eine Freundin zu finden, wenn sie versuchen, einen Partner zu finden, warum sie da scheitern müssen. Vorab eine kurze Sache: Ich habe mir eine 360-Grad-Kamera geholt. Das heißt, wenn du das jetzt gerade auf deinem Handy oder so anschaust, dann kannst du hier mit deinem Handy quasi, indem du es einfach nach rechts, links, oben, unten, wo auch immer hindrehst, kannst du dich hier komplett im Raum umschauen, was ganz geil ist. Und wenn du das an einem Computer schauen solltest, dann kannst du mit deiner Maus, kannst du da einfach hin und her zoomen. Das nur an einer der als Grundinformation hier mal am Anfang. Worum geht es in diesem Video? Ich habe vor kurzem eine Frage bekommen von jemandem, beziehungsweise die Aussage von einer Frau gehört: Mit dem Typen muss es doch endlich mal klappen. Und sie hat mich gefragt, was sie machen soll, wie sie sich ihm gegenüber verhalten soll und so weiter. Und da ist mir wieder mal bewusst geworden, dass die meisten Menschen Fragen aus einem Weltbild herausstellen, das ja dazu führt, dass sie unerfolgreich bleiben müssen. Was ist damit gemeint? Wenn du dir die verschiedenen Ebenen deines Lebens vorstellst, dann gibt es verschiedene Ebenen. Wenn du zum Beispiel in einem Fitnessstudio bist, also dich in einem bestimmten Umfeld befindest, dann wird dieses Umfeld dein Verhalten beeinflussen. Wenn du in einem Sportstudio bist, ist es absolut legitim, wenn du dich auf den Boden legst und Liegestütze machst. Wenn du jetzt in einem anderen Umfeld bist, in einem anderen Kontext bist, ist es so, dass du vielleicht in der Besprechung mit deinem Chef bist und wenn du da dich auf den Boden legst und einfach Liegestütze machst, dann ist das irgendwie seltsam. Und so gibt es verschiedene Ebenen in deinem Leben, die sich gegenseitig beeinflussen. Genauso gibt es Glaubenssätze, die sich auf dein Verhalten auswirken, dein Kontext wirkt sich auf dein Verhalten aus und noch ganz viele andere Sachen, die sich auf dein Verhalten auswirken. Aber wenn du zum Beispiel in einem Kriegsgebiet aufgewachsen bist, dann wird sich dieses Umfeld auch auf deine Glaubenssätze auswirken. Das heißt, da gibt es wechselseitige Beziehungen auf verschiedenen Ebenen. Das Problem ist, dass die meisten Menschen eine Veränderung auf der Verhaltensebene anstreben. Das heißt, sie fragen sich, was muss ich tun, um ein gewisses Ergebnis zu erreichen? Wie muss ich mich dem Mann gegenüber verhalten, dass er nicht das Interesse an mir verliert? Wie muss ich die Frau ansprechen, damit ich keine Abfuhr bekomme und so weiter? Sie fragen auf der Verhaltensebene. Das Problem ist, solange du auf der Verhaltensebene bleibst und nur daran arbeiten möchtest, wirst du nur dauerhaft ja gewisse Erfolge erreichen können. Du wirst nicht die Erfolge haben können, die du haben möchtest, denn du bist noch nicht die richtige Person, denn dazu fehlen noch die richtigen Glaubenssätze, die Überzeugungen, die Werte und so weiter. Wenn ich zum Beispiel der Überzeugung bin, dass Sport totaler Schwachsinn ist und dass gesunde Ernährung auch nur eine Erfindung der Bio-Lebensmittelindustrie ist, zum Beispiel, dann kann ich mich wahrscheinlich nicht dauerhaft gesund ernähren, weil ich ja die Glaubenssätze nicht dafür habe und nicht die richtigen Werte habe. Oder wenn ich zum Beispiel Freunde habe, die beruflich nicht so erfolgreich sind und ich selber will beruflich sehr erfolgreich werden, dann ist es natürlich schwieriger, wenn ich in einem gewissen System bin, in einem Freundschaftssystem, in einem Familiensystem, beruflich sehr erfolgreich zu bleiben, wenn ich aber immer mit diesen Leuten meine Zeit verbringe. Früher hatte ich zum Beispiel Freunde in meinem Freundeskreis, mit denen ging es nicht, Frauen kennenzulernen. Das war einfach nicht möglich, weil die waren zu schüchtern, die wollten das nicht lernen und so weiter und so weiter. Und das war für mich dann blöd, weil ich dann immer, wenn ich mit denen unterwegs war, nicht so wirklich Frauen ansprechen konnte, weil es für mich einfach sehr schwierig war. Also habe ich mir ein neues System gesucht, habe mir neue Freunde, neue Bekannte gesucht, mit denen ich dieses Ziel erreichen konnte. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, was hat das aber mit mir konkret zu tun? Naja, wenn du ein bestimmtes Ziel erreichen willst, egal ob beruflich, finanziell, privat oder in der Beziehung oder persönlich oder wo auch immer, dann bringt es nichts, nur dein Verhalten zu ändern. Es bringt auch nichts, nur deine Glaubenssätze zu verändern. Es bringt auch nichts, nur dir einen neuen Bekanntenkreis zu suchen oder umzuziehen. Es ist wichtig, dass du das auf all diesen verschiedenen Ebenen machst. Das heißt, dass du wirklich schaust, was für ein Verhalten müsste ich an den Tag legen, um mein Ziel zu erreichen? Welche Glaubenssätze müsste ich dafür haben? Welche Werte müsste ich dafür haben? Mit was für Menschen müsste ich meine Zeit verbringen? In welchen Kontexten müsste ich mich bewegen? Und so weiter und so weiter. Es bringt dir nichts, wenn du das richtige Verhalten hast, zum Beispiel ganz genau weißt, wie du Frauen ansprechen solltest oder mit einem Mann flirten solltest, aber du gar nicht in die Situation kommst, mit einem Mann zu flirten. Genauso wenig bringt es dir nichts, wenn du dich in die Situation bewegst,
wo du mit Menschen flirten könntest, aber nicht die passenden Glaubenssätze dafür hast. Das heißt, du musst da einfach schauen, dass diese verschiedenen Ebenen alle miteinander harmonieren und nicht nur die Frage stellen, hey, wie soll ich mich denn verhalten, sondern was müsste ich denn glauben, wenn ich erfolgreich mit Frauen oder erfolgreich mit Männern sein wollen würde? Was müsste ich glauben, wie müsste ich sein und so weiter? Ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an, wir werden aber in den kommenden Videos da noch deutlich tiefer drauf einsteigen. Ich wollte dir mit diesem Video erstmal eigentlich nur zeigen, dass ich eine 360-Grad-Kamera habe, was mega geil ist. Und ich wollte dir so einen leichten Eintritt in diese Art zu denken vermitteln, die notwendig ist, um wirklich die Person zu werden, die man werden möchte. Denn es geht natürlich nicht nur darum, dass du etwas Bestimmtes tust. Ich kann dir natürlich die richtigen Verhaltensweisen beibringen, dass du sie einfach mechanisch nachmachen musst. Aber das hilft dir halt nicht, weil eine Beziehung nichts Mechanisches sein sollte. Es sollte etwas Lebendiges, etwas Ehrliches sein. Wie dem auch sei, wichtig ist, dass du dich auf den verschiedenen Ebenen deines Lebens entwickelst. Wir haben da unter anderem ein Webinar zu, da wird es bald ein paar neue Infos zu geben. Wenn es die neuen Infos dazu gibt, werde ich das hier unter dieses Video posten. Ansonsten ja, freue ich mich, dass ich eine 360-Grad-Kamera habe. Ich weiß, das Video war jetzt nicht ganz so strukturiert wie die anderen Videos, was aber daran lag, weil ich noch immer noch total begeistert bin von meiner 360-Grad-Kamera. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video eine positive Bewertung. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder in 360 Grad, in virtueller Realität. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute.